Seid ihr bereit für einen Bosskampf, Pilzgefährte? Bist du bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, Bosskampf. Bosskampf, Pilzgefährte. Ja, Bosskampfzeit mit dem neuen SMG. Das schießt und Blitze schießt gleichzeitig. Also ein Blitz-SMG. Falls das Ding Schild hat. Seht das schreckliche Antlitz der Todesfee! Banshee, Gloomrocker. Wow, die Todesfee. Jetzt schon. Pass auf, Schicksalsbringer. Sie will deine ganze Gruppe auslöschen. Nein, das ist die falsche Waffe dafür. Ich Gruppe. Mist. Du rockst, das Solo hier ist für dich. Ich bin fast tot, Mann. Weg damit. Das Böse ist überall! Bleib weg! Ich hoffe, das kommt überhaupt zu weit. Ich bin mir gar nicht sicher. Ah, jetzt sind wir voll Auto. Na dann geht's los. Dann geht's hier ab. Wenn die Waffe voll Auto umschaltet, war's das mit dem Banshee. Ja. Yep. Banshee tot. Todesfee. Oh, die Schreie der Todesfee verstummen. Sehr gut. Beeindruckend. Ich habe schon erlebt, wie die Todesfee hochstufige Charaktere völlig fertig gemacht hat. Unter uns gesagt, wir hatten mal was miteinander. Aber sie hat mich für den Mahlstrom des endlosen Wahnsinns verlassen. Okay, ich kann's verstehen. Er ist ein Traumtyp. Nein! Das Herz des Waldes ist bereits verdorben! Du Böses! Du hast mir die Magie und die beste Freundin genommen! Ich werde nie wieder Raps spielen! Ja. Hey, ist da draußen jemand? Lass mich raus! Die dumpfe Stimme scheint aus einem Kristall in einem Käfig zu kommen, der vor dem verdorbenen Herzen hängt. Verdammt, ja! Verschlafen, du lebst! Dank deines Badass-Riffs, du bist wirklich ein Bartmacher. Und du? Ich kenn dich! Komm her! Oh, du kennst mich? Also, wir haben uns noch nicht getroffen. Aber ich bin die Faustschlagfee. Solange Magie in der Nähe ist, bin ich hier, um sie zu schützen. Mit Faustschlägen. Ich hab schon genug Helden gesehen, um zu wissen, wann mich einer gerettet hat. Kannst du seine magische Laute reparieren? Er muss unser Schiff segnen. Ob ich es kann? Ich bin es, von dem er sie überhaupt hat. Pass mal auf. So viel Muskelkraft in einer Zähne. Tor. Der Typ. Und Blitzgefährte. Ja, du. Genau du. Verdammt richtig. Zupf mal dran. Und zurück nach dem Brachthafen. Was für ein prachtvoller Hafen, wo ich mein ganzes Geld jetzt Inventar, Rucksack-Inventarplätze stecken werde, damit ich mehr looten kann und Loot spielen. Mit einem Hauch Moschus. Komm zu mir. Wir haben zu tun. Gleich. Warte. Hier. Alles im Rucksack.
zu wenig Geld. Gleich, ich komme dann wieder. Und mache weiter. Zuerst. Zygaxis. Paladin Mike ist so cool. Das ist mein Lieblings-Paladin. Roar, Abkürzung, yes. Bin kein Fan. Bin jetzt schon kein Fan. Wo ist das gute Sturmgewehr? Du hast meinen Wirtskörper getötet. Also wirst du mir helfen, einen neuen zu finden. Hör zu. In den Katakomben unterhalb der Stadt trifft sich ein Hexenzirkel. Sie Hexen zu nennen ist sehr großzügig. Eigentlich sind es vielmehr gelangweilte Hausmänner und Frauen. Sie versuchen ständig, Dämonen zu beschwören und scheitern dabei. Dennoch haben sie das schattengeborene Grimoire in ihrem Besitz. Du musst es zurückholen. Was soll ich tun? Wie du vielleicht bemerkt hast, ist da ein verdammt großes Tor im Weg. Öffne es. Du wusstest, dass das passieren würde. Ja, das stimmt. Hör zu, ich kann das Ding öffnen. Aber ich muss meine Kräfte durch einen Wirtskörper kanalisieren. Also durch dich. Aber dafür bist du ein wenig zu rein. Ich könnte dich nicht übernehmen, selbst wenn ich das wollte. Was ich nicht will. Gute Menschen sind eklig. Also muss deine Seele beschmutzt werden. Tu was Böses. Du könntest die Bewohner der Stadt um ihr Geld betrügen. Das wird lustig. Oh, das klingt falsch. Können wir nicht was weniger Böses tun, wie, uns vordrängeln? Zygaxis denkt über deinen dämlichen Vorschlag nach. Ah, na schön. Das ist ein bisschen böse. Um das mal klarzustellen, wir tun böse Dinge auf Geheiß eines Dämons? Das ist sehr uncharakteristisch. Komm schon, Fred. Hab mal Spaß. Ihr wartet auf die Belohnung, oder? Dann macht mit. Ich sammle Spenden für wohltätige Zwecke. Spenden? Spenden? Ich hasse wohltätige Zwecke. Alles Betrug. Ich werde dir zeigen, was ich mit betrügerischen Spendensammlern mache. Nichts, absolut nichts. Danke für die Spenden. Oh, Blitzgefährte vergaß dich noch schnell. Als Overkill. Und gutes Zeichen. Dankeschön. Hallo, ich sammle Spenden für die Einsiedlerstiftung. Sie bauen Häuser für hilfsbedürftige Einsiedler. Na gut. Zum Glück bin ich sehr reich und mein Herz ist groß und voller Liebe. Bitte sehr. Ob das sehr reich Teil hilft. Und Kugel? Oh, die Meeresluft. Wie sie in den Nasenlöchern brennt. Ich kann leider nicht an die Tür kommen, weil ich menschliche Kontakte verabscheue. Verstehe ich. Ich bitte nur um Spenden für wohltätige Zwecke. Oh, das ist ja kaum auszuhalten. Mir juckt bereits der Schädel nur von unserem Gespräch. Lässt du mich in Ruhe, wenn ich dir Geld gebe? Ja, sicher. Bitte. Und jetzt geh und sprich nicht mehr mit mir. Oh, perfekte Freundin für mich. Gut gemacht, oh. Gut gemacht. Weiter so. Als nächstes musst du mein dämonisches Symbol in der Stadt verbreiten, um meine Macht zu erhöhen und sämtliche Gegenwehr ausschalten. Oder, lass mich ausreden, wir könnten doch jemandem einen Streich spielen. Wie wäre das? Wenn du willst. Wo sind die Gebäude? Lieber Gebäude von reinigen, auf jeden Fall.
Stadt lasse ich keine dämonischen Symbole zu. Wie das Leben. Krass, der Typ. Ah, viel Spaß mit deren Granaten. Verdammt, der Typ hat Leben. Und du? Nice. Okay, okay. Nein, ich spiele keinen Streich. Du da! Hör sofort damit auf! Dafür verpasse ich dir ein paar ordentliche Tritte! Langsam, der Typ. Langsam. Standhaft. Sind hier voll Kugeln drin. Entzückend. Ich spüre, wie meine Macht wächst. Gut gemacht. Zum Abschluss musste für mich diese nervigen Riesen finden, die sich immer neue lächerliche Kosenamen geben und sie abwurzeln. Okay, das ist eine Idee. Aber könnten wir nicht stattdessen ein Betreten des Rasens Verbotenschild ignorieren? Ja? Ja? Echt jetzt? Mir egal, Mann. Ich habe Zugabe gehört. Aber bitte sehr. Eines Tages werde ich diesen dämlichen Sturm. Voll Schönheit, der Himmel von Dämmerkralle. Der Glitzerberg. Die Feinde rücken vor. Unsere Kundschafter melden mehrere Lager in der Nähe. Du musst sie dem Erdboden gleich machen, bevor sie zu einem weiteren Angriff auf Brachthuf ansetzen. Wenn des Dragonlords Kämpfer marschieren, bleibe ich stark in der Schlacht. Ich höre ständig die Hufe der Königin. Wo wollt ihr, dass ich hingehe? Nein! 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 Verdammt! Verdammt! Wie ein Phönix. Ach. Oh, Mist. Okay, passt. Bleib nicht vom Rasen. Mal schauen, was wir als erstes finden. Ah. Ich hab gelogen. Nervige Verliebte töten. Da. Uff. Mein Herz wird für immer dein sein, mein Schnucki-Putzi-Baby. Und das meine dein, mein Herzi-Perzi-Schatz. Wirst du mich noch lieben, wenn ich alt und grau bin, mein Schnuffelhasi? Ich werde dich bis an mein Lebensende lieben, mein Kuschelwuschel. Oh, Zuckeröhrchen. Ich werde dich für immer lieben. Und ich dich, mein Plüschi-Wüschi. Findest du mich hübsch, mein Kirschtörtchen? Du bist das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe, mein süßes, süßes Liebelein. Süßes Liebelein? Das ist nicht sehr einfallsreich, Ravier. Oh, ich... das tut mir leid. Wie wär's mit süßes Honigküchlein? Viel besser. Wie schön, dass es dir gefällt, mein schönes Plüschlämmchen. Du bist der beste Mann, der mir je begegnet ist, mein großer, starker Puschelbär. Sehen wir uns tief in die Augen, bis die Zeit anhält, meine wunderschöne Estelle. Oh, ich würde nichts lieber tun, mein mächtiger, gutaussehender Javier. Mein Herz wird für immer dein sein, mein Schnucki-Putzi-Baby. Und das meine dein, mein Herzi-Perzi-Schatz. Wirst du mich noch lieben, wenn ich alt und grau bin, Schnuckelhasi? Ja, endlich! Oh, ich kann mir diesen Mist nicht eine Sekunde länger anhören. Liebe, nicht wahr? So widerlich!
Ich glaub's nicht, dass wir das gerade getan haben. Hey, irgendwann müssen wir alle mal sterben. Sehr poetisch. Und jetzt renne ich über den Rasen drüber. Dann mal los. Öffne deine Herzseele der Finsternis. Dikta, ma Nagitomia, Disparte, Garginos. Warte, ich weiß nicht, ob... Oh, okay. Gemütlich. Oh, das gefällt mir gar nicht. Reiß dich zusammen. Okay. Nähere dich dem Tor. Darin. Na los, sieh es dir an. Diese unausstehlichen Möchtegern-Magier müssen eine Art Geheimgang errichten. Nur Idioten finden Geheimgänge cool. Ich finde Geheimgänge cool. Ich auch. Er hat nicht fertig gesprochen. Ich bin kein Idiot. Geheimgänge sind doch cool, oder? Meine Musik ist wieder weg. Meine Musik ist weg. Nein. So, wie bin ich da noch mal drauf gekommen? Benutzen gestanden, wahrscheinlich Pilzprobe benutzen. Top. Das habe ich doch schon mal. Ah ja. Ah ja. Daran hätte ich mich erinnern müssen. Glanzvoll, Baby! Ja, mit der wertlosen Loot. Und. Hui! Verdammt! Akolytin Mabel! Deine Aussprache ist schrecklich! Wie sollen wir einen richtigen Dämon beschwören, wenn du es Ugaxiton aussprichst, wenn hier ganz klar Ugaxitan geschrieben steht. Die tiefe Finsternis ohne jegliches Licht gewährt ihre Macht bestimmt keinem, der die Sprache der Knochen und Klauen falsch ausspricht. Jetzt müssen wir von vorne beginnen. Wieso gibst du immer mir die Schuld? Sag mir, hohe Priesterin Leara, wie viele Dämonen hast du denn erfolgreich beschworen, hä? Ich war neulich so kurz davor, Hexagonix, den geometrischen Schrecken, zu beschwören. Ja, klar. Sicher warst du das. Das war ich. Aber dann musste Akolyt Preston niesen und hat die rituelle Karte ausgeblasen. Das hat alles ruiniert. Ich hab doch gesagt, dass ich auf Salpeter allergisch reagiere. Kannst du die magischen Runen nicht einfach mit was anderem zeichnen? Entschuldigung, ist dein Name Hohepriesterin Leara? Nun, sag schon! Nein, Akolyt Preston. Genau, sofort aufhören! Wer wagt es, unsere finsteren Machenschaften zu stören? Keine Sorge, ich mach schon. Ich bin der Schreckensgott Zygaxis. Gib meinem körperlichen Gefäß hier das schattengeborene Grimoire. Oder ich werde die Mächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen, um eure unwürdigen Körper auszuweiden. Fordert mich nicht heraus. Nein, das werde ich nicht tun. Zum einen glaube ich dir nicht. Zum anderen
Hat hier schon mal jemand von Zygaxis gehört? Ich schon. Ja, ich auch. Zu den Waffen, Akolyten! Nun gut, ihr habt euer Schicksal besiegt. Ihr solltet die Mächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen. Ja. Die Hochpriesterin hat das Grimoire fallen gelassen! Oh. So viel Müll und Dreck. Mehr Loot. Mehr die Loot. Hier, ja! Hier. Aus dem Buch. Steht auf Seite 667. So nah an der besten Seite im Buch. Dein wahrer Name ist Xafulgrog? Das bin ich, Baby! Ich spüre, wie meine Macht zurückkehrt. Sehen wir uns diese traurigen Bastarde in den Käfigen an, um einen passenden Wirtskörper für mein Unheilige Selbst zu finden. Beim prächtigen Hintern der Königin. Ich dachte, sie würden mich opfern. Bist du hier, um mich zu befreien? Vielleicht, aber zuerst sprich mir nach. Xafulgrog, Nestat, Interidum, Monokar. Okay, sicher. Xafulgrog, Nestat, Interidum, Monokar. Perfektion! Jetzt muss ich nur... Moment. Dieses Weib ist schon besessen. Jixaden, bist du das? Zygaxis, ich dachte schon, deinen typischen Arzt- und Rosenduft gerochen zu haben. Oh Mann, tut mir leid. Hätte fast versucht, deinen Wirtskörper zu übernehmen. Wir sollten uns endlich mal wieder in Ruhe unterhalten. Ja, treffen wir uns beim nächsten Erntemond im düsteren Schlummer der Geister. Klingt gut. Viel Erfolg. Danke, danke. Oh. Alles Gute. Du hast uns gerettet. Ich bin Wennig. Und diese irren Möchtegern-Beschwörer wollten mich und die anderen hier drin opfern. Wir schulden dir alles. Ja, ja, ja. Nun sprich mir nach. Xafulgrog, Nestat, Interidum, Monokar. Oh, okay. Ich sag mal Grog, Nest, Interim, Monokel. Er ist nutzlos. Oh, uncool. Pff, Schnauze. Hey, willst du mich befreien oder was? Komm drauf. Sprich mir nach. Xafulgrog, Nestat, Interidum, Monokar. Sicher. Xafulgrog, Nestat. Moment mal. Willst du von mir Besitz ergreifen oder sowas? Tut mir leid, aber ja, das wollen wir. Genau genommen klingt das spannend. Ich bin dabei. Xafulgrog, Nestat, Interidum, Monokar. Also, Avaxin, bist du bereit, meine Essenz in dich aufzunehmen? Absolut, Kumpel. Komm rein. Wunderbar. Schöne Augen. Als dein demütiger Diener kann ich es kaum erwarten, was für Dinge wir zusammen tun werden. Bravo, Junge! Leb wohl! Wir sehen uns bestimmt wieder! Irgendwann!
Was ich getan habe, kann ich nicht ungeschehen machen. Wenn wir ein Level aufbekommen. Level up! Und wir sind zurück in der Stadt. Dann machen wir die Hauptmission noch schnell fertig, bevor ich alles verkaufe. Offscreen. Effizient. Bin in deinem Rasen. So. Boah, nicht ins Wasser fallen. Okay, Bade, mach dein Ding. Meine Laute ist mit Magie geladen. Jetzt zeigt mir euer nobles Gefährt. Das Schiff. Das hier drüben. Du willst mit diesem Ding losfahren? Du bist mutiger, als ich dachte. Wieso beschmutzen alle den guten Namen des guten Schiffs Balsagne? Weil es einfach nur Schrott ist. Nein, deine oberwichtigen Regeln sind einfach nur Schrott. Ich sehe das Problem. Deine Gruppe ist gespalten. Bei dieser Stimmung kann ich kein Schiff segnen. Wir brauchen eine Jam-Session. Gib mir den Beat. Stimmungscheck. Drückt eure beschissenen Gefühle in Musik aus. Fred, Valentine spielt gern Bankers and Badasses, um sich wie ein Held zu fühlen. Er bricht auch mal die Regeln, um Spaß zu haben. Hör zu, Valentine. Ich will dir nicht den Spaß verderben, aber ich liebe Bankers and Badasses wegen der Regeln. Denk doch mal drüber nach. In der realen Welt passiert alles ohne Grund. Hier weiß ich, wie alles funktioniert. Das ist entspannend. Yeah! Yeah! Jetzt die Akkorde! Mit der Magie, Sizer! Die was? Na. Stimmungscheck! Da Capo, ihr Schieber! Valentine, Fred macht es Spaß, die Regeln zu befolgen. Deshalb musst du sie ab und zu ernst nehmen, okay? Ich schätze, ich spiele es auch zur Entspannung. Da draußen hangle ich mich von Job zu Job, muss auf den Treibstoff für unser Raumschiff achten und bla bla bla. Aber hier habe ich einen Zweck. Ich bekomme ein neues Schiff, eine ehrenwerte Quest und die Chance, ein Held zu sein. Statt nur der Idiot, der unser Raumschiff kaputt geflogen hat. Was soll dieser ganze Kumbaya-Scheiß? Wir haben es fast. Nur eins fehlt noch. Wir brauchen etwas Dingeling. Dingeling an dem Dixbums. Das reicht nicht. Mehr Dingeling. Mehr. Fred, ich schwöre, dass ich versuche, ein wenig mehr auf die Regeln zu achten. Danke. Und ich schwöre dir zu helfen, diese Quest abzuschließen und das gute Schiff Balsagne vor Schaden zu bewahren. Ich erkläre diese heroische Gruppe als ungespalten! Zum Knutschen. Die Stimmung! Sie ist zu stark! Das ist mehr als er sieht! Ich lasse es krachen! Ich zauber es! Magische! Erkicken! Moment, was? Moment, was? Es ist, sind noch mal so weit. Springe mit dem Ozean in die Luft. So funktioniert der Zauber aber nicht. Aber was ist mit den Walen? Ich bin Umweltschützer. Oh. What the way? Schütze mich tot! Da zum Surfen, Pilzgefährte. Der schändliche Ozean wurde endlich besiegt. Unsere fein ausgearbeitete Story voller spannender Charaktere geht weiter. Ich fühle mich verarscht. Einerseits muss ich verdammt weit laufen. Andererseits erspare ich mir Skorput. Unterm Strich ein Gewinn.
Das gute Schiff Balsanje hat ihre letzte Fahrt hinter sich. Ruhe in Frieden, gutes Mädchen. Ruhe in Frieden. Wenn der gesamte Ozean weg ist, können wir dann nicht einfach zur Pyramide des Dragonlords laufen? Oh ja, aber sowas von. Aber auch wenn da kein Wasser mehr ist, lauern immer noch leicht feuchte Gefahren auf euch. Hey! Oh! Ah. Ich glaube, ich wollte Klauenbringer machen für einen Wyvern-Gefährten. Wyvern-Gefährte, Zauberschleuder. Hablicht, Hoblicht-Gefährte. Hoblicht-Gefährte. Das ist der Typ, der mault. Ich will auf jeden Fall einen neuen Gefährten. Oh, Wyvern oder Halblicht. Clownbringer. Clownbringer. Da. Und das. Perfekt, perfekt. Alles klar, Mann. Ich hoffe, die Königin macht ihre Sprünge auf dem Regenbogen im Himmel. Mit einem Wyvern kämpfen? Badass. Einen Dragonlord besiegen? Super Badass. Über Gefühle reden? Badasser geht es überhaupt nicht. Wir haben allen Ernstes den Ozean gesprengt. Ja! Das ist heute ein nasser Tag in der Hölle. Oh, Fischer. Oh, sie sind nicht echt. In meiner Stadt lasse ich keine dämonischen Symbole zu. Hey, ich werde nicht zulassen, dass du unsere Stadt mit diesem Unsinn verschandelst. En garde! Wer hat das gesagt? Du da! Hör sofort damit auf! Dafür verpasse ich dir ein paar ordentliche Tritte! Ja? Wo sind die Tritte? Komme ich die noch? Bevor ich mir meinen weiteren Rucksack Platz gönne, den ich hoffentlich das Geld habe, wo ich nicht nachgeschaut habe, ob ich das Geld habe. Rucksackplätze. Habe ich das Geld? Gut, gut, gut. Verdammt, ja. Sonst noch jemand mehr was sagen? Nein? Vielleicht die Episode beenden und verkaufen? Schaut gut aus. Jo. Peace. Peace.